dass sie vielleicht einen getötet haben, den ich einfach nicht aufgedeckt hatte, deswegen übersehen hatte. Aber dem ist leider nicht so. Gut, ist die Wolfsquest verpackt? Können sie nicht abschließen. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig, weil ich glaube, Erfahrungspunkte hätte es dafür eh nicht gegeben. Und ja, es geht mir halt in erster Linie um die Erfahrungspunkte, weil wir brauchen jetzt fast noch 5 Level. Gut, okay. Ab nach Graufurt zum Haus des Ordens. Der Runenkrieger ist zurück! Schnell, ihr müsst ins Haupthaus des Ordens kommen! Gut, dass ihr da seid. Ihr müsst sofort los! Wo ist Sartarius? Aufgebrochen mit dem Heer des Ordens. Sie wollen euch den Weg ebnen ins Herz der feindlichen Armee. Wie viele sind mit ihm gezogen? Alle! Die ganze Armee! Jeder Ritter, jeder Knappe! Sie werden die Blockade in den Frostmarschen durchbrechen! Oder bei dem Versuch umkommen. Also gut, zu den Frostmarschen. Ja, erstmal noch nicht. Ja, und damit haben wir. Oh! Da verschwindet einfach das Wolfszeichen-Quest. Willst mich wohl ärgern. Ja, gut. Wir haben Dinge zu erledigen. Erst einmal müssen wir hier hinten hin. Oh! Auf dem Friedhof sind die Entwickler gespawnt. Hi. Also ja, Libby weckt gerade hier die Entwickler sozusagen. Also das sollen die Entwickler sein. So, geben wir erstmal Flink sein Zeugs. Oh, ist das euer Geldbeutel? Wie kommt der denn hierher? Hier, das Bruchstück. Zerbo ist mir gnädig. Seid bedankt, großer, starker Krieger. Wofür ist dieser Schlüssel eigentlich? Aber, wer wird denn so viele Fragen stellen? Reizend. Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Seht ihr? Ihr lernt schnell. Nun gabt euch wohl. Punkt, Punkt, Punkt. Also gut, hier. Das bin ich euch wohl schuldig. So, Questbuch aktualisiert. Wir haben den Trickster abgeschlossen. Malachie. Ist das eine Waffe? Rüstungsteil? Malachie. Stärke, Ausdauer, Wendigkeit, Geschicklichkeit.
Für den hat sich's gelohnt, aber das Glutband, das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Verschleudern. Ausdauer, Geschicklichkeit, Weisheit. Der Feinstein ist nicht schlecht. Du vielleicht eher. Du kannst das Glutband natürlich nicht tragen, eher schon. Ja, und dir bringt das nicht so viel. Machen wir es so. So, Castagir. Kriegst einen Stein von uns. Seid gegrüßt. Die Schatten sind vertrieben. Vorerst. Ihr habt ihr Geheimnis entschlüsselt? Dieser Kristallsplitter ist ihr Ursprung und die Quelle ihrer Macht. Aber ich fürchte, er ist nicht der einzige seiner Art. Seht doch, er sieht aus wie ein Bruchstück von etwas Größerem. Zeigt her. Tatsächlich. Ich werde den Splitter untersuchen. Er ist unsere einzige Spur, der einzige Weg, uns auf das nächste Erscheinen der Schatten vorzubereiten. Nehmt dies als Zeichen des Dankes. Kehrt später noch einmal zu mir zurück, wenn ihr könnt. Vielleicht haben meine Forschungen bis dahin Früchte getragen. Wie stehen eure Forschungen? Noch habe ich nichts herausfinden können. Kommt später wieder. Ja. Fragen wir nochmal. Also wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Ich habe es gerade nicht drauf geachtet. Haben wir den Zauber hier erhalten? Boden und Baupläne waren es nicht. Irgendwelche Gegenstände waren es auch nicht. Gut. Und wir sind kurz vom Level up. So, da schicken wir unseren Runenkrieger einfach mal in die Richtung, weil wir haben ja noch Sandors Quest. Also Echos. Und ja, Castagirs Quest haben wir abgeschlossen. Schattenwelt, genau. Trickster auch. Ja, während wir dahin laufen. Also viel haben wir jetzt nicht mehr so an Questgegenständen. Das meiste ist eigentlich nur noch Tant, von dem wir einen Teil verkaufen könnten. Also ein paar der teureren Amethysten, ein paar der teureren Topasse und Opale. Die Münzen wahrscheinlich. Basiliskenhaut bin ich mir nicht so sicher. Die Pilze und den Fruchtbrand können wir auf jeden Fall alle verkaufen. Zaubermäßig haben wir jetzt auch nicht unbedingt was, was wir behalten müssen. Weil ich ja von der Heilmagie, von der anderen weißen Magie abgesehen habe. Ja, und hier haben wir sehr viel zum Verkaufen. Vor allem Low-Level-Zeugs. Und ja, zum Glück haben wir Berserk und Heilfähigkeiten, um uns gegen den Bösewicht da zu behaupten. Jetzt dieses Mal. Auch wenn er immer noch gerade so ein Level über uns ist. Er war 23, soweit ich weiß. Naja, währenddessen können wir mal kurz Gegenangriff. Der endgültige Krieg gegen die Eisernen hat begonnen. In den Forstmarschen wird die Armee des Ordens auf die Eisernen treffen. Dort wird Sartarius zu finden sein. Ja.
So, Sander tapst uns noch nach. Mal, wenn wir uns überlegen, wo alles einen Anfang genommen hat und was wir schon für eine Reise hinter uns haben. Und das nur in der Order of Dawn-Kampagne, im Hauptspiel, in der Hauptspielkampagne. Wir sind nämlich jetzt schon bei über 150 Folgen. Und haben noch ein gutes Stück bis zum Ende. Ja, rufen wir mal Shintaguas. Vorsicht, Gegner! Ja, und der ist jetzt kein Problem mehr eigentlich. Runenkrieger, zu mir! Vor allem jetzt, wo ich ihm auch noch ein Zersetzen abgegeben habe. Vorsicht, Gegner! Buch des Shintagua, ein Saphir und ein hoher Glaubensring. Und Aufstieg auf Stufe 23. Sprecht mit Goran über das Buch. Ja, Goran. Sandor hat es überlebt. Mit sehr viel Glück. Und wir haben ein Level Up. Das geht natürlich in den Fernkampf. Wie wir gesagt haben. So, wir verteilen unsere Punkte. Können wir jetzt schon einen besseren Bogen benutzen? Ich glaube, wir können den Bogen von ihm jetzt benutzen, gell? Ja. Und er kriegt den Bogen. Gut. Mehr Schaden auf jeden Fall. Ein bisschen weniger Reichweite. Ja. Vier weniger Reichweite. Also vier, nicht viel. Ja, der da, der Adelsbogen, ist halt so das, was ich gerne hätte. Neutraler Meister am Brust. Ist auch nicht schlecht. Okay. Das heißt, wieder zum Haus des Ordens zurück. Was hast du eigentlich? Ah, Freund! Du hast nichts mehr zu sagen. Ja, stimmt. Goran war hier. So, wir haben ein Buch für dich. Und vielleicht auch ein Saphir. Ich weiß nicht, du wolltest, glaube ich, ein Saphir, um die Steintafel zu übersetzen. Ja, die beiden haben nichts mehr für uns. Was gibt es diesmal? Ich habe hier ein Buch von Shintaguar. Lasst es mich sehen. Verschlüsselt. Ich kann zwar die Silben erkennen, aber keine Worte. Da müsst ihr wohl jemand anderes aufsuchen. Geht zu Darius Servi. Er lebt in Lianon. Er kennt die Verschlüsselungen der alten Gilden besser als ich. Redet mit ihm über das Buch. Könnt ihr die Schrift auf dieser Stein... Zeigt mal her. Das sieht nach einer Zeit. Ich hoffe, es lohnt sich. Hier, nehmt den Stein. Nun, dann wollen wir mal sehen. Hier die Zeichen der Heilung. Die sich schließende Wunde, die Kraft, der Strom des Lebens. Kommt hier voran? Seltsame Zeichen der Magie. Was mag es bedeuten? Ah, hier. So könnte es gehen. Nur noch die letzten Zeilen. Und? Habt ihr alles entziffern können? Ja. Euer Zauberspruch ist übersetzt. Hier habt ihr die Schriftrolle. Vielen Dank. So, die Steintafel ist weg, der Saphir ist weg. Haben aber göttliche Heilungsstufe 12 erhalten. Ja.
Sind ja nur 7 Level. Aber da wir ja noch dann... Uff. 22 Level in Dings haben, in Shadow of the Phoenix, sollte das ja gehen, 7 Level hier rein zu pumpen. Weil dann haben wir wirklich einen ziemlich starken Heilzauber.